Hallo, ich bin Carsten in Flasheim und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal bei herrlichstem Regenwetter. Ich habe heute meinen letzten Urlaubstag im Jahr 2017 und da habe ich mir gedacht, komme was wolle, den letzten Urlaubstag, den muss ich nochmal zum Wandern nutzen. Ja, ich bin heute wieder auf dem Hohe Marksteig unterwegs. Diesmal ist es die Etappe vom Flasheim zum Bahnhof in Haltern am See. Bin ja vor ungefähr einer halben Stunde in Flasheim gestartet. Bin jetzt schon ein bisschen unterwegs. Ja, es regnet heute, aber wie gesagt, das ist mir relativ egal. Ja, ich bin mal gespannt, wo lang hier der Weg führt. Ich habe es mir vorher gar nicht so genau angeschaut. Ich möchte mich da auch so ein bisschen überraschen lassen, weil, wie ich ja schon mal gesagt habe, bin ja hier in der Gegend aufgewachsen und kenne hier so einiges an Wegen. Die nächste Etappe, die wird dann für mich richtig spannend, weil da geht es dann, wieder aus Haltern heraus Richtung Granat. Und ich war zwar schon oft im Granat, aber ich bin noch nie von Haltern aus dahin gelaufen. Da bin ich dann auch schon mal gespannt. Ja, ich würde sagen, das ist ein bisschen schwierig hier mit Schirm und Kamera. Ich würde sagen, ich nehme euch heute mal mit und wir lassen uns mal überraschen, was da heute noch so kommt. So, jetzt kommen wir langsam aus der Hart heraus, sind jetzt einmal um Flasheim herumgegangen, wenn man so will. Da vorne kommen dann jetzt die ersten Häuser wieder. Ich bin schon mal hier auf dem Stück herausgekommen, als ich damals mein Garmin getestet habe, bin ich dann von hier auch dann zum Bahnhof gelaufen. Bin mal gespannt, ob das jetzt so ungefähr derselbe Weg ist oder ob sich die Planer hier noch was anderes ausgedacht haben. Ja, mittlerweile bin ich dann mal wieder am Kanal angekommen. Ah, Wind und Regen sind heute mein ständiger Begleiter.
Ja, ich bin jetzt so langsam in Haltern angekommen. Da hinten ist der Bahnhof, da bin ich jetzt nicht hingegangen, weil so toll ist es da auch nicht. Gehe jetzt mal direkt weiter. Ja, der Weg geht jetzt schon eine ganze Zeit lang immer an der Stehwa entlang. So ein bisschen parkähnlich hier. Aber bei dem Wetter natürlich auch keine Menschenseele hier. Ja, so langsam würde ich ja gerne mal eine kleine Pause machen. Aber ich befürchte, da wird heute nichts draus. So einen trockenen Pausenplatz werde ich heute, glaube ich, nicht finden. Also ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwo hier auf der Strecke noch eine Hütte kommt oder so. Von daher wäre es vielleicht doch besser gewesen, kurz zum Bahnhof zu gehen, weil da wäre ein Bäcker gewesen. Am Wehr des Halterner Stausees angekommen. Sind ja gerade die ganze Zeit an der Stehwa entlang. Also von hier wird das gesamte nördliche Ruhrgebiet mit Wasser versorgt. Ja, am Halteraner Freibad am Stausee kommt man auch vorbei, wenn man den Weg im Sommer geht. Ist vielleicht auch ganz angenehm. Ich habe jetzt gerade aufs Navi geschaut, so ungefähr 5,5 Kilometer noch bis zum Ziel der heutigen Etappe. Also wenn man im Sommer den Weg geht und früh genug losgeht, kann man durchaus sagen, man nimmt Schwimmzeug mit und macht hier mal ein, zwei Stündchen Badepause. Jetzt der nächste Abschnitt des Weges geht durch die Westrupper Heide. Wirklich schönes Gebiet hier direkt neben dem Stausee, wenn man so will. Hier bin ich als Kind oft mit meinen Eltern sonntags spazieren gewesen. Ja, jetzt habe ich doch noch eine Hütte gefunden, ein trockenes Plätzchen zum Pause machen. Da kocht auch schon mein Teewasser. Da bin ich froh, dass ich jetzt echt noch ein Plätzchen gefunden habe zum Pause machen. Ich habe nämlich echt Lust auf was Warmes. Ja, die Straße ist zwar nicht weit weg, also ist auch nicht das ideale Plätzchen hier, aber ich sitze hier im Trockenen, einigermaßen sogar windgeschützt. Ist okay. Jetzt bin ich schon wieder am Kanal. Und da hinten, ich weiß nicht, der Kirchturm, ist der Kirchturm von Flasheim. Da bin ich heute Morgen gestartet. Das heißt, ich bin gleich wieder am Auto zurück. Ja, wie gesagt,
gleich am Auto wieder zurück. So ganz viel habe ich dann heute nicht gefilmt, trotz Schirm, weil es doch auch recht windig und regnerisch heute. Naja, und so wahnsinnig viel Aussicht ist ja auch nicht. Nichtsdestotrotz hat mir die Tour heute Spaß gemacht. Ich mag es einfach, so ein Wetter. Und wisst ihr, was das Schöne ist? An so einem regnerischen, kalten, windigen Tag, wenn du auf Tour bist, was ist dann das Schönste? Genau, man weiß, man ist gleich zu Hause und da gibt es eine warme Dusche und einen Kaffee. Das ist das Schönste eigentlich an so einer Tour. Da lernt man dann das Nachhausekommen schätzen. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich dann mal fürs Zuschauen und sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal.